Ja! Nice! Yes! Blue Texo erreicht Level 18! Noch ein Radfratz. Und ja, ich möchte tauschen. Gegen den Dave. Und du machst einen Karateschlag. Nice. Ja, mach mal du deinen guten Schlag. Achso, und noch was Neues. Ich habe mir ein Spiel gekauft. Ich war noch am Überlegen, was ich mir kaufe, weil ich habe zwischen zwei Spielen geschwankt. Die wurden auch letztens im Game Plus vorgestellt. Und zwar war das einmal EVE Online und das andere war Elite Dangerous. Das sind beides so Weltall-Gedöns-Dinge, aber die doch sehr unterschiedlich sind. Aber ich wollte halt eins von den beiden... Oh, ja stimmt, das sah ja hier so aus. Wollte ich eins von den beiden haben. Und dann habe ich gesehen, dass man... Ach, fick dich doch, Radikal. Dass man bei EVE Online monatlich was bezahlen muss. Und da habe ich mir gedacht, ne. Da habe ich mir Elite Dangerous gekauft. Und da habe ich jetzt am... Wann war das denn? Vorgestern. Habe ich da mal das Tutorial durchgespielt. Nur mal so eigentlich so zum Anzocken. Und es hat schon ziemlich Bock gemacht. Aber ich habe bisher da noch nicht richtig gespielt, sondern nur das Tutorial. Hallo! Ja! Yes! Oh Gott! Hat er noch eins? Yes! Okay. Ja, habe ich gesagt, das macht Bock. Hier sind manchmal so Flächen irgendwo, ich mir denke, wofür ist das da? Hier kann man sogar nach oben gehen. Was bist du? Je mehr Pokémon man fängt, desto schwieriger wird es, ihnen allen Spitznamen zu geben. In Lavandia lebt ein Mann, der Spitznamen von Pokémon bewertet. Er nimmt auch Namensänderungen vor. Dankeschön, ich möchte gerne nach Lavandia. Was ist hier? Warum kommen die nach oben? Ach, das sind Fernrohre. Ich suche nach Schlurp. Tauschst du es gegen Diktri? Nö. Oh je, wenn das so ist. Hier gibt es auch viele Leute, die tauschen wollen. Hallo, erinnerst du dich? Ich bin Professor Eichs Gehilfe. Wenn du mindestens 30 verschiedene Pokémon gefangen hast, habe ich ein Geschenk für dich. Detektor. Also, Jule, hast du 30 unterschiedliche Pokémon gefangen? Ja. Mal schauen. Oh, du hast erst 21 verschiedene Pokémon gefangen. Du benötigst 30, um das Geschenk zu erhalten. Fick dich doch. Du schaust durch das Fernrohr. Mitten auf dem Weg schläft ein großes Pokémon. Ah! Nochmal. Du schaust durch das Fernrohr. Der einzige Weg nach Azuria City, nach Lavandia, führt durch den Felstunnel. Bin gerade am Überlegen. Ah, da ist es. Ein schlafendes Pokémon versperrt den Weg. Hier braucht man, glaube ich, eine Pokéflöte oder sowas, ne? Alles klar. Gut. Dann können wir hier auch nicht weiter. Dann müssen wir jetzt zum Schiff. Ach Quatsch, hier. Item wollte ich. Ich wollte Fahrrad auswählen. Hier unten? Was ist das denn hier für eine Fläche? Achso, ich glaube, mein Grabber gibt irgendwie einen Geist auf. Weil ich habe den eigentlich die ganze Zeit am Rechner stecken. Sonst hat das die ganze Zeit wunderbar funktioniert. Und jetzt
checkt das Programm irgendwie nicht, dass er angeschlossen ist. So, bist du? Die MS Anne ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Sie legt man einmal jährlich in Narania City an. Willkommen auf der MS Anne. Arr! Verzeihung, hast du ein Ticket? Großartig! Willkommen auf der MS Anne. Okay. Ich darf hier also so oft wie möglich durch. That means I will level up my Pokémon. Also, nicht level up. Heilen. Because so ein Schiff gibt es auch in Gold und da sind Trainer drauf. Ja. Und mit schwachen, geschwächten Pokémon zu kämpfen, ist nicht so geil. So, Fahrrad packe ich jetzt nicht aus für den kleinen Weg. Wo ging das denn lang? Hier rechts, oder was? Ja. Was steht hier überhaupt? Hafen von Orania City, okay. Viele Passagiere sind hyperaktiv. Sie langweilen sich und sehnen sich nach einem Kampf. Okay. Ja, gehen wir mal hier in die Kabine schon rein. Guten Tag. Siehst nicht so. Ich wollte gerade sagen, du siehst nicht so aus, als ob du kämpfen willst, aber du Rationale, was fällt dir ein? Ach. Gentleman möchte kämpfen. Was hast du denn für Pokémon? Ein Nidoran. Ja gut, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber gut. So, mach mal Blut hier. Ist doch ganz gut. Blut ist doch ganz gut. Ich feiere das jedes Mal. Mir ist immer noch kalt. Aber ich habe meine Heizung auch nicht an. Nidoran brennt. Das ist so geil. Wie viel? Nice. Super. Noch ein Nidoran. Aber ein weibliches. Brennt das schneller? Vor allem fackel ich jetzt hier das halbe Schiff ab, oder was? Ach man, Doppelkick nervt. Ich glaube, man... Nee, das geht, glaube ich, auch nur bei Gold, dass man die Kampfanimation ausstellt. Oder? Weiß es nicht. Ach, komm. Nicht vergiften, nicht vergiften, nicht vergiften. Dankeschön. Ja, ist gut, Handy. Wollen alle gehen mich zocken. Oh, okay. Mist, du bist ganz schön gut. Oh, dankeschön. Ich will meine Ruhe haben. Verschwinde. Okay. Kann man hier rausgucken? Du willst doch nicht kämpfen, du siehst so nett aus. Stuart, ich hätte gern ein Stückchen Torte. Ach, danke schön, du willst nicht kämpfen. Und der könnte vielleicht kämpfen wollen. Ach, so eine Kreuzfahrt ist wundervoll. Ist das ein Pipi? Knuddelluff. Ich reise immer mit Knuddelluff. Kann man sich hier eigentlich ins Bett legen? Nee. Was sagt eigentlich unser Pikachu? Sehr fröhlich. Ich hätte es lustig gefunden, wenn Pikachu seekrank wäre. Was mit dir? Moin, moin, du Landrade. Ich bin der Steward auf diesem Kahn. Ruf mich einfach, wenn du einen Wunsch hast. Verdammt, gesprächig bist du aber nicht. Ich hoffe mal, das war ganz gut imitiert. Oh. Es ist entweder ein Waldhubal oder ein Item. Wir machen eine große Weltreise. Oh.
Spacken, ey. Ich bin total Pokémon-Fanat. Du auch? Ach Mann, was haben die ja alle Nidorans, ey? Dave. Ja, Dave wird bestimmt voll schnell vergiftet. Karate. Oh? Halt, halt, halt! Ah, bitte, bitte nicht töten, 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 bitte nicht... Ach, ficken! Gut. Dann ist der Lars dran, oder? Nee, Dennis ist dran. Chica! Okay. Wow, du bist cool. Eigentlich dürfte oben die nicht kämpfen wollen, weil die uns sonst eigentlich direkt schon angesprochen hätte, wenn wir reingekommen sind. Jule findet TM8. What is that? I hope TM8 ist Zerschneider. Body Slam. Das ist für Kampf-Pokémon so. Könnte man eigentlich dem Dave beibringen? Glaube ich. Okay, die hat uns... Na gut. Auf meinen Reisen um die Welt habe ich unzählige Pokémon gefangen. Ja, schön, du dumme Angeberin. Du Ober-Zicke! Enthaupt sie. Nein, doch nicht. So, dann direkt wechseln. Janus! Los! Ah, du kannst jetzt bestimmt one-hitten. Schätze ich mal. Ja gut, ist eh schon die Hälfte weg. Ich finde, die sollten Flug-Pokémon auch fliegend darstellen. Aber wahrscheinlich ist dieses Fenster, wo die Pokémon drin sind, irgendwie zu klein dafür, wegen der Flügelbreite Gedöns. Spannweiten. Spack. Ist, glaube ich, nicht so gut, ne? Nee. Ist besser? Nicht vergiften, nicht vergiften. Dankeschön, ich wechsle. Smetbo. Konfusion war da, glaube ich, ganz gut. Ja, dankeschön. Dennis erreicht Level 20. Dennis versucht Slam zu erlernen. Slam hört sich sehr nach einer Attacke an, die Schaden macht. Das ist schön. Ja, bitte. Die Donnerwelle. Die Doppelteam war, glaube ich, auch kacke. Aber die Donnerwelle weiß ich auf jeden Fall, dass sie Mist war. Kann Slam auch paralysieren? Denn ich habe die ganze Welt für dieses Pokémon, für diese Pokémon bereist. Ja, dann reisen wir mal weiter. Mit deiner Reisschüssel. Damit mit dir willst du kämpfen? Psst! Ich bin ein Geheimagent. Ich verfolge die Rocket. Psst! Okay. Oh, da geht sogar nach oben. Na, innen! Und da draußen? Ah, das Kantine. Oh, hier sind ja Köche.